Hi und ein herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. Projekt, muss ich schon sagen. Heute spielen wir die Mario Odyssey Mod Kingdom Pass. Mario Odyssey Kingdom Pass ist eine Mod erstellt vom lieben Modersteller ZPL und die Mod umfasst 9 Welten bzw. 3 Waves, aka 3 Welten. Das heißt, wir werden in diesem Video die erste Wave spielen und in zwei separaten Videos die anderen beiden. Viel Spaß beim Video. Und ich habe direkt hier beim Start gesehen. Hier ist Mond. Drei, vier, fünf. Zwei. Ich weiß auch nicht, ich will vielleicht mir das Wasser noch lauter in die Ohren dröhnen. Okay, das habt ihr gehört. Hier sind Goombas. Können wir das mit einem Goomba-Stapel bauen? Gibt es hier irgendwo einen Schalter? Oh, da oben ist eine Musiknote. Da hinten ist einer. Hier sind zwei. Ist eine relativ kleine Welt, wenn ich hier rüberschaue. Ich weiß gar nicht, wie viele Monde es hier gibt. Monde vor allem. Meine Sprachfehler sind wieder am Start. Und ich spiele übrigens mit einem anderen Controller als mit dem Switch Pro Controller. Ich bin hier etwas verwirrt. Aber wisst ihr, was mich interessieren würde? Was ist euer Lieblings-3D Mario? Schreibt es mir in die Kommentare. Also meins ist sogar tatsächlich Odyssey oder 3D World, wenn man 3D World dazu zählt. Und es drüben schon wieder in den Ohren. Oh, der ist hier einfach random. Zack. Und hier ist der nächste. Aber ich muss sagen, die Welt sieht echt schön aus. Zack. Aber irgendwo muss es doch einen Goomba-Stall geben. Oh, da ist ein Kettenhund. Oh, es laggt. Hallo? Lag? Lag? Hallo? Hallo? Peinlich? Fuck! Putz! Hier oben war doch irgendwo eine Note da. Ich habe alles Problem, ich kann durch den falschen Controller kann ich nicht schütteln. Und den nächsten. Generell gibt mir aber die Map eine richtig gute Vibes. Richtiges Sommerfeeling. Wie viele Monde gibt es hier? Weil da hinten ist noch eine und es wird sicherlich noch einen Goomba-Schalter geben. Und drum ist auch noch einer. Das heißt, es gibt nicht nur die 10, die wir brauchen. Ah, das ist der Goomba-Schalter. Ich gucke mal, wie viele Monde ich hier finde und dann reise ich in die nächste Welt. Nächster. Da hinten ist noch einer. Kann ich eine Dingsleiter? Oh ja, kann ich sogar. Mario, geht's dir gut? Hast du einen elektrischen Anfall oder? Komm, wir sprechen mal mit dem. Interessant. Ey, finde ich auch. Ja? Ja, ja. Ja, ja, ja. Nice, danke für das Gespräch. Ja, an der einfachsten Stelle. Ich habe gesagt, ich bin an irgendeiner dummen Stelle. Ich bin wahrscheinlich hier fünfmal vorbeigelaufen und habe es nicht gesehen. So, damit haben wir die erste Map von 3 geschafft und auf in die nächste Welt. Die Welt davor hieß übrigens Tropical, die jetzige heißt Candy. Ersteller war kreativ mit den Namen, aber ich muss sagen, die Welt sieht jetzt schon echt gut aus. Was sind das für Dinge hier eigentlich? Soll das Pudding? Nee, ist nicht Pudding, oder? Was soll das für Dinge darstellen? Kugelhupf? Oh, unsere erste Sub-Area. Gab es einen anderen Weg, glaube ich, gar nicht. Ist das ein Rennen? Ich habe zwar noch nie Mario Kart gespielt, aber ist es nicht eine Mario Kart 8 Strecke? Beziehungsweise ist es eine Anlehnung an die? Ich glaube schon, oder? Oh mein Gott! Wir reden nicht drüber.
Oh mein Gott, wir reden doppelt nicht drüber. Was war das? Gibt es hier wie jeder Subway nur zwei Monde? Oder wie ist das hier geregelt? Ich denke mal, oder? Kann ich hier rüber hin oder ist hier nur. Ah, kann ich, das ist ein Mond. Was ich ein bisschen bisher zu kritisieren habe an der Mod, ist, die Monde sind einfach nebeneinander irgendwie platziert. Also Mario Odyssey Mond zu bekommen war schon echt leicht. Hier ist es auch echt leicht. Bisschen zu leicht. Vor allem die Sicht ist auch die ganze Zeit verdeckt. Man sieht kaum etwas. Oh, da hinten ist der nächste. Komm ich hier rüber oder ist es wieder nur ein Bait? Oh mein Gott, ich komme hier hin. Hier kann ich einen kleinen Überblick erschaffen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, mir gefällt die Map hier mehr als die davor. Aber wir haben ja noch gleich eine Map und vielleicht ist dann meine Meinung anders. Und da oben, wie kommen wir hier hin? Hier über die Zuckerstange? Obwohl, schaffe ich das hier schon? Nee, oder? Oh mein Gott, fail. Controller fail. Controller fail. Controller fail. Controller fail. Controller fail. Controller fail. Wie blöd muss man sein, zweimal denselben Fehler zu machen? Das ist, wenn man die Herdplatte fasst. Ah, tut weh. Oh, tut weh. Und noch ein zweites Mal hinfasst. Hab ihn. Okay, es war einfach mit dem Dreisprung und mit diesem Hechsprung. Oh mein Gott. Wie blöd muss man sein? Okay, was war. Ist hier Belkos? Warum war hier ein Strahl? Hallo? Hier hinten war ich, glaube ich, noch gar nicht. Nee. Weil ich bin direkt zurückgegangen. Diesmal habe ich ihn gefunden. So. Hier hinten waren wir, glaube ich, noch nicht. Ah, hier unten sind Münzen. Miss alle Monde? Ich finde schon wieder keine. Weil letztes Mal waren es auch mehr und in der größeren Welt weniger Monde zu machen als die davor macht auch keinen Sinn. Ich bin, glaube ich, einmal nur blind. Yeah, Junge, das ist ein Statement, Statement. Ja gut, ich habe jetzt keine mehr gefunden. Heißt, wir gehen mal in die nächste Welt. In welches Land gehen wir? In das Seeland oder das Forstland? Okay, Seeland 1, Forstland 2. Okay, Google. Seeland oder das Forstland? Warte mal, ich bin dumm, das verstehe ich ja gar nicht. Bruh. Okay, Google. 1 oder 2? Jetzt öffnet der Spotify. Okay, Google. Okay, Google. Okay, Google. Jetzt will der gar nicht mehr. Okay, Google. Hey, Digga. Was für eine Musik hat er überhaupt geöffnet? 1, 2, Polizei. 1, 2, 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 kommen wir zum Caveland oder Cave Mall und da direkt hier ist einer hinter mir. Wie gesagt, die Mondverstecke sind hier nicht so kreativ. Beziehungsweise sie sind so kreativ wie schlechte Künstler. Sorry, der war schlecht. Nächster. So, irgendwie sagen, die Seeland-Musik passt hier echt gut. Jetzt im Moment ist ausgegangen, danke für nichts. So, hier ist wieder ein Kettenhund. Direkt. Danke. Okay, zwei Optionen. Kann ich den ersten mit dem Kettenhund einsammeln? Ja, kann ich. Beziehungsweise zwei Optionen, sage ich schon, zwei Fragen. Die erste, ja, die da. Nein. So, wo ist der nächste Mond? Warte mal. Was ist das hier? Das ist ein Abonnieren-Button? Den sollt ihr auf jeden Fall jetzt drücken. Warte mal.
Und warte mal. Was ist das hier? Das hier ist ein Liken-Button? Den solltet ihr auch auf jeden Fall drücken. Unterm Video. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bingo. Ey, da spannen wir uns rechtzeitig aus. Werde jetzt nicht sterben, das wäre peinlich. Oh mein Gott! Das war knapp. So, dann gehen wir mal unter das Wasser, weil unter Wasser habe ich nämlich noch nichts. Oh, hier gibt es nicht mal Cheap Cheeps. Es gibt einen Mond unter Wasser. Nee, oder? Oder anscheinend doch. Anscheinend doch. So, ich habe keine weiteren Monden mehr gefunden. Verpiss dich. Verpiss dich 2. Das heißt, wirklich, lasst ein Abo da, wenn ihr die nächsten beiden Videos sehen wollt, beziehungsweise die nächsten beiden Mario Odyssey Parts. Werden noch 2 Videos kommen. Einmal zu Wave 2 und einmal zu Wave 3. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und folgt meinem Twitch-Kanal. Link ist in der Videobeschreibung.